Ja, das Holz ist also ein sehr umweltfreundlicher Rohstoff, ein sehr gesuchter Rohstoff, der für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann. Deshalb werden hier in dem sogenannten Physiklabor zahlreiche verschiedene Tests durchgeführt. An diesem Gerät hier wird zum Beispiel die Biegefestigkeit durchgeführt. Das heißt also, das Holz wird eingespannt und dann mit einer Kraft von oben drauf gedrückt, um zu sehen, wie viel das Holz an Biegefestigkeit hat, wie weit es also belastet werden kann, bevor es bricht. Dann hätten wir noch eine andere Festigkeit, das ist die Druckfestigkeit, das heißt also die Festigkeit in Phaserichtung. Das heißt also, wenn wir einen Holzständer haben, dann kann mit der Druckfestigkeit festgestellt werden, wie stark diese Holzständer belastet werden kann. Ein sehr schönes Beispiel sind also im Gartenbereich jetzt die Carports oder beim Hausbau natürlich die sogenannte Holzständerbauweise oder die Fachwerkbauweise, die ganz typische Anwendungsbeispiele hierfür darstellen. Wichtig ist auch bei unseren Versuchen, dass wir neben den natürlichen gewachsenen Hölzern auch Holzwerkstoffe prüfen und die Hölzer nach bestimmten Behandlungen nochmal prüfen. Sprich, wir machen thermische Behandlungen, wir machen chemische Behandlungen mit dem Holz und all das wirkt sich auf die Festigkeiten des Holzes aus und wir haben praktisch ein neues Material und das muss natürlich auch getestet werden. Für verschiedene Anwendungen muss das Holz geschützt werden, damit es der Witterung standhält und nicht gleich zersetzt wird. Und wir haben im Prinzip zwei Verfahren. Das eine Verfahren ist der oberflächliche Schutzanstrich und ein anderes Verfahren ist für spezielle Anwendungen, wie zum Beispiel für Bahnschwellen. Dann wird das Holz imprägniert. Das heißt also, der poröse Holzkörper wird mit Chemikalien gefüllt. Und in diesen Anlagen kann man jetzt eine Kombination von Unterdruck und Überdruck fahren. In der Überdruckphase wird die Chemikalie in das Holz eingebracht und zwar nach Möglichkeit vollflächig oder für das gesamte Volumen, damit ich also einen rundum dauerhaften Schutz des Materials habe und das Material dann für längere Zeit, sprich für Jahrzehnte im Außenbereich auch einsetzbar ist.